Also das ist Hagen. Hagen ist unser Bandmaskottchen, obwohl er das Wort Maskottchen gar nicht gerne hört. Und Hagen ist seit Winter 2004 bei uns. Er begleitet Persephone ständig, gibt teilweise auch Interviews, kriegt Fanpost. Mehr als wir. Also ich wollte an dieser Stelle vielleicht anmerken, dass man auch Martin und mir schreiben kann. Aber Hagen hat jetzt auch eine eigene Kolumne, wo er so einiges ausplaudert, was uns ja persönlich eigentlich gar nicht so recht ist, aber okay. Und zwar kann man da nachschauen auf unserer Fanpage unter www.darkreflection.de. Letters to a Stranger war Hagens erste Produktion. Und besser war's. Er hat auch wieder sehr gut auf uns aufgepasst und hat alles geregelt und geschaut, dass auch alles gut vonstatten geht. Und hat auch mit den Musikern gesprochen. Hagen ist die letzte Bastion bei Persephone. Gutes Gewissen, Tourmanager, Songwriter, Produzent. Und ohne Hagen wäre Persephone nur halb so viel. Hagen, guck mal, hier, Hagen. Ja, das Fender Rhodes war ein Highlight für mich persönlich, weil ja, Fender ist halt einfach Kult. Das Fender Rhodes ist im Prinzip das erste Keyboard, kann man so sagen, das es gegeben hat in den 70ern. Und hat halt einfach einen Klang, der das Herz höher schlagen lässt, sag ich mal. Natürlich nicht wie ein Synthesizer, wie man ihn heute kennt. Man muss halt noch viel mehr dran arbeiten, um halt überhaupt auch Klang oder auch Facetten einfach rauszukriegen und teilweise auch wirklich auf diesen Tasten rumhacken, damit da sich mal was tut. Wir haben hinterher die Hände wehgetan, aber es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, als die Session dann war, wollte ich danach eigentlich gar nicht mehr aufhören, weil es einfach, ja, total cool war. Martin hat für Letters to a Stranger auch wieder Klavier eingespielt und natürlich war es einfacher, mit dem Aufnahmeequipment zum Klavier zu fahren, als das Klavier in das doch recht kleine Studio zu bringen. Deshalb waren wir im Weißen Salon. Der Weiße Salon hört sich sehr mysteriös an, ist aber das Wohnzimmer von Holgers Eltern. Es ist schon ein sehr schöner, toller Raum und es ist alles weiß bis auf das Klavier. Und da fanden die Klavieraufnahmen mit Martin statt. Mountain, find love's eternal fountain, jump from cloud to cloud, be quiet, and oh so loud, meet the moon this afternoon, feed a dragon. Wir haben das Album wieder bei John A. Rivers in England gemischt. John hat über 30 Jahre lang Audioerfahrung, Audioproduktionserfahrung, er kennt das Ganze von der Pike auch. Er weiß, wie man klassische Instrumente behandelt beim Abmischen, weiß, wie man mit Orchester umgeht, aber auch Bass, Schlagzeug, das alles kennt er halt. Und er liebt die Musik von Persephone auch sehr, deswegen hängt er sich da auch immer sehr, sehr rein. I could take the death for a ride. Have tea with a child's bride. Gather
schon gehört eigentlich schon zum Persephone-Team. Menschlich verstehen wir uns vorzüglich. Also das ist durch die Jahre jetzt auch schon eine Freundschaft geworden. Go away! Wir haben da nicht mehr so viel zu tun. Wir sitzen dann einfach da und hören zu. Er fragt ab und zu, wie soll es denn sein? Also wenn wir jetzt gerade mal einen neuen Song anfangen zum Beispiel, dann fragt er, wie soll die Atmosphäre sein? Und dann hat er dazu Ideen und experimentiert selber auch noch viel rum. Brilliant. Also ich denke, John A. Rivers lässt sich da auch selber inspirieren von der Musik, wie er einfach damit umgeht. Und den Freiraum lassen wir ihm auch gerne. Und da war es uns einfach sehr wichtig, die Produktion dann von ihm wieder mischen zu lassen. Es gibt auch für diese Persephone-CD wieder ein neues Persephone-Kleid, das geschneidert wurde von Andreas Osowski. Denn die Kleider sollen für mich auch so ein Stückchen das Gefühl dieser CD transportieren. Und für Letters to a Stranger ist das Kleid, es ist eine Mischung aus einem Nachthemd und einem Kleid, dass man sich wirklich vorstellen kann, wie sie eben schlaflos umherirrt, diesen Fremden sucht, beziehungsweise er sie auch in den Träumen verfolgt. Und deshalb war mir auch dieses Nachthemd, dieses Schlafwandlergefühl auch für das Kleid sehr wichtig. Seit unserem Debütalbum Home ist Joachim Lüttke für Persephones Optik zuständig. Man kann sich die Zusammenarbeit so vorstellen, dass Martin und ich natürlich auch immer sehr viele Bilder in unseren Köpfen haben, die wir dann ja natürlich auch versuchen in Musik auszudrücken und in Texten. Und diese Bilder, die versuchen wir Joachim auch zu erläutern. Wir schreiben unsere Ideen auf, wir reden viel mit ihm darüber. Aber wie es dann wirklich wird, beziehungsweise die finale Ausarbeitung und in welche Richtung es genau geht, das liegt eigentlich alles in seiner Hand. Das sind auch immer Sachen, die nochmal eine andere Dimension oder nochmal eine andere Ebene dem Ganzen geben und die Musik dann auch auf einmal noch ein bisschen anders erscheinen lassen. Gemeinsam mit John A. Rivers ist auch er wirklich schon ein Teil von dem Projekt Persephone geworden. Ja.